aufholen. Dass er da sei, dich. So, ich hoffe, euch geht's gut. So, wir sind noch drüben bei Don Camillo, sind wir noch. Aber es geht gleich weiter. So, dass ihr da seid. Geht's weiter bei mir? Welle haben wir auch schon eingeblendet. Schön, dass du da bist. Gecko gibt Gas. Also, wir gehen gleich mal auf die Leute drauf ein. Also, wir haben unseren Jailbird hier, der unser Host ist am dritten Stint quasi. Dann ist der Gecko dabei. Dann haben wir den Rane dabei. Der Pico ist da. So, der Power steht noch in der Box, genauso wie Spider-Man in der Box steht. Papa Bär steht noch in der Box. Unser Paranormal steht noch in der Box. Kaputnix ist schon rausgefahren. Also geht's auch weiter. Wir sind auch international diesmal wieder vertreten mit Deutsch, Schweiz und Österreich. Und wir sind hier auf Tokio. Oben habt ihr auch im Augenblick die Tabelle eingeblendet, wie der Tabellenstand ist. Aber es fehlen noch ein paar Leutchen. Ja. Von Stint Nummer 2 zu mir in Stint Nummer 3. Dann machen wir die Rolle wieder rückwärts. Das heißt, wir gehen dann wieder zum Don Camillo und beenden quasi den Gran Turismo Abend beim Don Camillo. Danach treffen wir uns später alle Streamer, alle Hauptstreamer treffen sich dann und lesen dann quasi ganzen Spenden vor. So, hier kam noch ein. Katrine, vielen Dank, schön, dass du dabei bist. Sollte noch ein paar kommen. Oh, beim und Camillo ist es jetzt gleich fertig. Dann geht's gleich rum. Sag mal, Prost. Am Morgen verteilt Kummer und Sorgen. Und dann geht's gleich weiter bei mir. So, ihr hattet bis jetzt einen wunderschönen Stream. Und dann geht's hier gleich los, Tokio. 1.17.612.
Also, da werden wir auch, denke ich mal, so um 50 Runden erleben. Genau, der Gulli ist jetzt auch dabei. Österreichischer Kollege. Bin aber noch ein paar. Also offiziell fährt mit Animalius, fährt Papa Bär mit, Rani fährt mit, Dafidi fährt mit, der Knecht, Kaputtnix, Pico, Paranormal, Flabberking, der Gullywood fährt mit, Schnarz, Basti, Jailbird und der Power. Und da kommt auch schon der Raid vom Don Camillo. Vielen, vielen Dank, Don Camillo, für deinen Raid. Vielen, vielen Dank für deinen Stream. Wir sehen uns später wieder. So, also. Und da kommt die Karthalle Wittlich mit 5. Wahnsinn. Karthalle Wittlich, 200 Euro. 200 Euro von der Karthalle Wittlich. Jetzt sind wir bei 5.920 Euro. Wahnsinn. Wahnsinn, ey, ihr seid der Hammer. Ehrlich. Okay, Flabberking fährt scheint nicht mit. Servus, der Spiel. Ich hoffe, du hattest auch einen angenehmen Nachmittag. Ach, Ivani ist Ersatz für den Flabberking. Ach so. Okay, dann fährt Ivani. Ja, gut, klar. Teamkollegen, ist klar. Beiden haben wir noch zu zweit. So, jetzt sind wir schon 11. Jo. Grüßchen. Jo, Schnarz ist auch da. So, die Lobby wird voll, liebe Freunde. Und dann können wir gleich loslegen. Kick off, Gullywood. Der Gulli. Also Pico sehen wir hier. Dann haben wir unseren Papa Bear. Kaputtnix wieder mit seinem Z4 unterwegs. Der Gecko. Servus. Da. Anne ist da. Spider-Schwein. Spider-Schwein. So, also. Spider ist auch da. Power ist da. Paranormal. Ivani da. Nazi ist da. Gulli da. Und fehlen, glaube ich, noch zwei. Animalius fehlt noch. Animalius müsste noch dabei sein. Okay, Knecht wird durch Spider ersetzt. Und was ist mit Animalius? Bini fehlt irgendwie noch. Bini und Animalius. Dann warten wir noch mal. Wie gesagt, 1.14.645. Animalius fehlt noch. Mal was mit Fidi.
Kann ich mir stolz. Ja. Ich denke mal, die 6.000 Euro werden wir, denke ich, auch noch schaffen. Sind ja nur noch 80 Euro. Ich denke mal, das werden wir auch noch schaffen. Da kommen noch mal 30 vom Making Noise, liebe Zuschauer. Making Noise, nochmal mit 30 Euro. Dadurch haben wir 5.950 Euro. Wahnsinn, steht auf 4, okay. Gut. Oh. Schauen wir mal. Hier nämlich nur 12. Einen wunderschönen guten Abend. Marvel, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen schönen Abend, Nachmittag bis jetzt erlebt hier bei uns beim Livestream. Beim 48 Stunden in den Weg. Das ist super. Du kannst da richtig viele Sachen dafür. Und auch nützliche Sachen. Das ist gut, gerade aus dem Auto gestiegen in Bratwurst. Ja, ist doch super. Ja, soweit. Es geht auf jeden Fall besser. Geht auf jeden Fall wieder besser. Kreuz war ja die letzten Tage jetzt nicht so toll. Bandscheibe. Und Arsene und Bob Niede. Wir haben es. Vielen, vielen Dank an Juri. 6.000 Euro. Haben wir zusammen bekommen 6.000 Euro, ihr Wahnsinnigen, ey. Wie geil ist das denn? Hallo, Sarah. Weihnachtsbaum. Ja, ich denke mal, der Nürnberger Weihnachtsbaum lang doch, oder? Bandscheibe ist übel, ja. Bandscheibe ist nicht so. Ich denke mal, der Nürnberger, der New Yorker Weihnachtsbaum, der langt gerade, oder? Was wieder? Auf meiner Liste 14. Ja, ich sehe nur 12. Komm nochmal rein. Nee. Immer noch mal raus. Gleich nochmal. Auch an der Streamer und Vater, die. Ja. Sagt, wir alle zusammen sind eine Community. Und da. Haben wir das zusammen geschafft. Nicht er oder die, sondern wir alle zusammen. Community. Genau. Animales und Midnight Fedi. Die fehlen noch. Beide sehe ich nicht. Die beiden fehlen noch.
Gut, Janik, kein Problem. Kein Problem. Kommt irgendwann wieder ein Event? Was bis dahin? So, 1.15, 1.14er Zeiten werden wir definitiv sehen. Du wird jetzt doch Rücksicht genommen, dachte nicht. Normalerweise stehen beide und wenn sie beide jetzt nicht da sind, dann muss eigentlich gestartet werden. Jo, also. Janik, jeder Euro zählt und man braucht es in dem Sinne nicht übertreiben, sondern einfach das, was du kannst, was dir nicht wehtut, das kann man spenden. Ja? Also, Freunde. Jetzt geht's los. Leider nur mit 12 Fahrern, aber wenn es leider so ist, dann ist es so. Wir haben auch, wie gesagt, den Zeitplan. Und dann gehen wir mal. Auf den letzten Platz und dann würde ich mal sagen, let's go! Alle kommen weg. Wir haben ein Rennen und wir haben eine Stunde vor uns. Tokio ist unsere Strecke. Und dann bin ich gespannt. Und Poison Venom. Danke dir, Poison, für deinen Follow. Nee, geht schon wieder zur Sache. Also, Tokio Stadtstrecke, ihr wisst selber nach. Was? Ja, alles gut, okay. Das ist natürlich sehr, sehr schade, wie gesagt, wenn einer Probleme hat. Aber wenn dann jemand da ist, der einem zusteht und mithilft, dann ist es doch gut. Und Janik, was du hier mitmachst und wie du hier dabei bist, das ist aller Ehrenwert. So, also wie gesagt, ihr seht hier einen engen Stadtkurs. Maximal zwei Autos passen übereinander. In den Kurven wird es natürlich definitiv schwerer, da man ja aufpassen muss, dass man nicht den anderen quasi mitreißt. Ne? Also immer schön vorsichtig fahren. Wir schauen mal auf die 1 und da haben wir auf der 1 unseren Papa Bär. 2 haben wir mit Rani. Dann ist Kaputtnix hier auf der 3. Der Spider auf der 4. Pico haben wir auf der 5. Dann etwas größere Lücke schon vom Paranormal und Ivani. Dann kommt Schnart. Auf der 8, 9 haben wir unseren Basti, also unseren Gecko. Ich bleib bei Gecko jetzt. Dann haben wir unseren Jailbird auf der 10. 11 haben wir unseren Power. 12 unseren Gulli. Also, wir gehen mal mitten rein, statt nur dabei sind wir und wir schauen uns mal das Ganze in der Perspektive vom Pico an, der vor sich hier den Kaputtnix und den Papa Bier hat. Mach noch gerne, hab ein Herz für euch Streamer und Zuschauer und an jedes Kind auf der Welt, was benachteiligt ist. Das ist richtig. Ja? Und da haben wir hier den Dreikampf davon und jetzt wird es gleich ein Vierkampf, liebe Zuschauer. Ja, Papa Bär hat hier einen Fahrfehler gehabt. Einen Schaden, zum Glück. Dadurch ist Wanne hier auf die 1. So, Kaputtnix jetzt schon auf der 2. Der Stadtkuss scheint ihm besser zu liegen als hier Brands Hatch. Ja, wie gesagt, macht einen sehr, sehr guten Job jetzt gerade. Schau dir das doch mal an hier. Ja, eine Runde wird so um eine Minute, ja, 14, 15 Tuge mag ich denken diesmal, ja. Ich finde aber die große Strecke, die lange äußere Außenring, finde ich besser, weil du dann halt wirklich auch mal richtig zuziehen kannst, ne.
Und hier jetzt das Duell hier zwischen Aberbär und Pico. Jetzt wird hier da noch Spider ist noch mit drin und macht sich auch noch mit. Auf dem Platz hier zwischen 3, 4 und 5, liebe Zuschauer. Gehen wir doch auf den Pico und wir gehen mal in das Fahrzeug vom Spider. Da sind wir drin. Zeitstrafe hier beim Spider, liebe Zuschauer. Ja, also da hast du nach vorne und nach hinten hast du da natürlich übelst viel zu tun. Na, hier in dem McLaren ist er unterwegs. Und hier gilt es einfach nur war sauber. Dann hast du hier auch keine Probleme. Also kaputt nichts hier mit der schnellsten Zeit hier. 1:14.298, liebe Zuschauer. Wie schaut es weit hinten aus? Dann haben wir unseren Delbert auf der 7. Dann haben wir da schon 4,5 Sekunden Abstand. Ja, Papa Joe gibt schon wieder den Boost dazu. Hier Gecko auf der 8. Pause auf der 9. Wie schaut es aus beim Schnarz? Schnarz haben wir schon mit 12 Sekunden Rückstand hier auf der 10. Was mit dem Gulli? Gulli auf der 12 und Ivani hat Schaden auf der 13. Ivani Schaden und auf der 13. 4,6 Sekunden ist schon heftig, liebe Leute. Dass er da schon zurückliegt hier mit seinem Aston Martin. Der Teamkollege vom Flavor King. Aber der Vorsprung wird kleiner. Das heißt, er ist definitiv. Ja, naja, gut, doch nicht. Ja, wie die Kurve reinfährst, wieder rausfährst. So, jetzt haben wir den Führungswechsel hier. Der Führungswechsel haben wir gerade gehabt. Hier sogar der Dreikampf. Wahnsinn. Und Kaputnik setzt sich innen drin vorbei. Hat eine Zeitschau von 1,4 Sekunden. Aber das muss bis zum Schluss erst abgebaut werden. Also, und hier haben wir nochmal 25 Euro vom Husky. 25 Euro. Also ganz ehrlich, muss so sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Geld diesmal zusammenbringen. Ich hätte es nicht gedacht. Aber man sieht wieder, die Community ist da. Die Community hat ein Herz für Kinder und für Haustiere. Wahnsinn, ihr seid echt der Hammer. So, und hier haben wir einen Vierkampf, fast Fünfkampf. Alter, ist das eng. Schaut euch mal das an hier, ey. Hammerhart, ey. No comment? Ja, ist es klar, richtig. Happy's. It's a private lobby. And the race is start. So, Fehler hier vom Kollegen Pico. Leichte Berührung hier zwischen Papa Bear und hier Pico. Aber alles gut. Boah, ich kriege eine Gänsehaut für die Kinder. Ja. Der soll es dann erst bekommen, wenn eigentlich die Übergabe ist. Das ist ja eigentlich das richtig Geile. Wenn es klappt, dass das persönlich vorbeigebracht wird. So, also man sieht hier, man muss halt wirklich hier dezent gut fahren. Also, hat man hier Cup dran, ey. Hat das Problem, hier Mauer. Und jetzt kommt von hinten natürlich der Papa Bär noch. Schiebt kräftig an, der Windschatten ist da. Ne? Und mal gucken mal auf die 3. Schaden ist kein bei Rane. Kein Schaden auch bei Pico. Und hier aber Schaden hier beim Kollegen. Kaputt nichts. Scheint aber nichts auszumachen. Hat noch Vorsprung. Halbe Sekunde hat Vorsprung. Und da macht der Vorsprung ja noch ein bisschen mehr aus wie bei manchen anderen. Auf jeden Fall werden sich Kinder super freuen. Aber jeder sieht ja hier, die Jungs fahren hier die Strecke komplett aus. Das heißt, auch die Bande wird benutzt hier als Bremsobjekt. Jetzt haben wir hier, hat sich kaputt nichts. Kleiner Fehler hinreißen lassen. Die Zeit steht immer noch oben. Von
der Zeitstrafe, aber es ist kein Problem. Schaut euch an, wie es hier zugeht, ey. Total heftig, ey. Dreikampf und dahinter hast du ja bis Platz 6. 7 sogar. Wahnsinn. Wahnsinn, was für ein Rennen. Jetzt schon, wir haben 7 Runden und wir haben ein Fahrerfeld von 6 Fahrern. Weil eigentlich jeder hier an die Spitze kann. Ah, und außen hier. Delbert hat sich jetzt am Spider vorbeigeschoben. Hier gibt es die leichte Berührung. Oh, leichte Berührung hier. Und wir schauen mal beim Papa. Ob der Papa Schaden hat. Nein, Papa B hat keinen Schaden. Dadurch konnte hier jetzt wieder der... Oh doch, Janik. Janik, das geht noch. Das geht noch. Wir müssen halten, weil morgen geht es ja gleich weiter bei uns. Morgen geht's wieder los. Karthalle Wittlich, liebe Freunde. So, also. Aka Delbert hier auf D6. Wir fangen von hinten an und wir sind ja leider nur 12 Fahrer. Dann gehen wir mal von hinten nach vorne dort. Also, unser Gulli hier auf Platz 12. Der österreichische Kollege. 12. Platz. Ivani kann sich jetzt weiter nach vorne. Hat seinen Schaden behoben oder seine... Ein Problem, was er hatte. Er hat jetzt 10 Sekunden nur noch Rückstand auf den Schnarz. So, Schnarz, wo bist du? Er hat 2,3 Sekunden Rückstand hier. Mit seinem Alfa Romeo. Dann kommt der Power. Auf Platz 9. 3,8 Sekunden Rückstand. Gecko. 6 Sekunden auf Paranormal. Und du willst gar nicht hinschauen, was da vorne passiert. Ja, 7 Paranormal schleicht sich jetzt auch dazu. Und jetzt sind wir hier vorbei. Paranormal an Jailbird vorbei. Und du musst ja irgendeine Kameraperspektive wählen, aber oh, und da geht's hier das erste Mal in die Box. Und hier nochmal 5 Euro von Anonymous. Also die Familie Anonym hat wieder mal gespendet. So, Platz 5 hier, auch mal kleiner Rempler, hat es gesehen hier. Man merkt es vorne rechts. Hat das Fahrzeug etwas gelitten. Ja, hat etwas gelitten hier auf der rechten Seite, also sprich die Stoßstange vorne mit Leitendorf bezogen. Auch das Fahrwerk bzw. der Reifen waren drin. Aber kaputt nichts hier, jetzt im Duell, jetzt auf der zweiten, dritten Position. Hat wahrscheinlich ein bisschen Strafe abgebaut. Ne, sind wir bei Gani. Der hat aber auch 1,4 Sekunden Strafe ein bisschen abgebaut jetzt und hat aber auch Schaden von rechts. Eieiei. Also, ich glaube, dass wir heute sehr viele Schäden sehen und kaputt nichts geht in die Box. So, dadurch haben wir neue Konstellationen. Jamie Pico ist auf der Nummer 1. Dann auch haben wir es beide auf der 2. Auch mit Schaden vorne rechts. Genauso wie Gani hier auf der dritten Position und unser Papa Bär hier auf der Position 4. Genau, Pico auf 1. Ja, glaubt mal, ne? Der Pico zeigt es euch hier, liebe Freunde von KMI Motorsport. Dann zeigt er mal, wo der Lachs die der Frosch die Locken hat. Ja, genau. Nicht der Lachs die Frosch. So, 1,6 Sekunden hat Pico Vorsprung hier. 10. Runde haben wir schon absolviert, Freunde. Oben seht ihr auch das Ergebnis. Na, hier oben, da oben, ganz oben. Seht ihr auch die Augenblick-Tabelle hier, was eingeblendet wird. Danke dir, Angelsfoto. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Na, nimm Platz. So, also, Angelsfoto, wir sind hier auf Tokio. Haben wir den Stint 3 von 4. Und wir werden dann noch Richtung Fuji dann reisen. Ja, wir bleiben in Japan und werden aber dann nach Fuji gehen. Nach Fuji reisen, wo dann der Don Camillo
quasi einen letzten Stint übernimmt. Du musst nichts tun, du wirst weiter geradet, einfach so. Und dann ist es richtig gut. So. Unser französischer Kollege feuert mal den Jailbird an. Sehr, sehr geil. Bleibt einfach in der Lobby. Feuert einfach an. So, also Pick auf der 1, 2,1 Sekunden. Dann haben wir unseren HRM Spider auf der 2 mit 5,1 Sekunden. Rani haben wir auf der 3 mit 2,7 Sekunden vor unserem Kollegen Papa Bear. Dann haben wir unseren Gecko, auch Schaden rechts, hier auf der 5. Position, hier der Basti, ja, mit seinem Aston Martin. So, auf der 6 haben wir den Power BMW M6, letzte Generation, also sprich letztes Spiel, denke ich mal, bei Gran Turismo. Naja, könnte vielleicht nochmal dabei sein, aber M4 wird ja ab der neuen Saison, egal in welcher Rennklasse, wird ja der neue M4 hier für die ganzen Rennklassen ja dann eingesetzt. So, dann haben wir unseren Paranormal hier auch im BMW unterwegs. 5,3 Sekunden hat er Rückstand. Und Papa Bear ist jetzt in der Box. So, dann haben wir unseren Brit hier auf der 7. Entschuldigung. Da sind wir hier mit seinem Porsche. Und dann haben wir den Kaputnix. Kaputnix hier auf der Nummer 8. Ja, war ja in der Box drin, deswegen ist er so weit nach hinten gefallen. Aber wie gesagt, die anderen müssen ja noch in die Box und seine Zeitstrafe hat er auch schon fast weg. So, Sarah, Dutt Schnazilein quasi, wie sie ihn liebevoll nennt, hier anfeuern hier. Schnaz hat den 9. Platz. So, der französische Kollege hat quasi das Renngeschehen verlassen. Hat 1,6 Sekunden hinterm Kaputnix. Also die beiden waren ja schon in der Box und mal gucken hier, ne, beide mit Zeitstrafe. Zeitstrafe ist natürlich hier heftig mit Einschlag und allem. Musst du natürlich aufpassen. Es ist eine Stadtstrecke, ne, wie gesagt, jeder Fehler wird bestraft. Und drum sehen wir es hier auch. Oh, haben wir es gerade gesehen, wie er rumlenkt. Ne, leicht über die Vorderachse geschoben, das ganze Fahrzeug, ne, und deswegen hast du hier das Problem, dass du nicht mehr einlenken kannst. Team Bavaria ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. So. Unser Papa Bear ist raus aus der Box. Und ist jetzt auf dem 10. Platz, unser österreichischer Kollege. Fährt wie auf Schienen, beziehungsweise den Schienen entlang. So, Yannick nimmt hier erstmal Kuchen. Genau, lass ihn dir schmecken, Yannick. Noch ein Käffchen. Käffchen trinke ich auch gerade. Brauche ich jetzt noch so ein bisschen. Ja. Dann haben wir Ivani in der Box. Reifen werden gewechselt. Frontschaden hat er, Ivani. Wie schaut es mit unserem Gulli aus? Gulli ist da. Ist aber schon überholt worden vom Rani, der auf Platz 3 liegt. Hinten kommt schon unser Gecko. Ah, deswegen, geht in die Box. Also, hat es richtig. Im Augenblick ist auch der Pico mit der schnellsten Rennrunde unterwegs, liebe Freunde. 1.13, 4.9.2. Die schnellste Rennrunde von Pico. Da sagt der Papa Joe wieder gar nichts, dass sein Teamkollege die schnellste Runde hat. So, 5,5 Sekunden hier vom Kollegen Pico. Los, beide jetzt auf der 2, hat quasi ein Ivan hinter sich, aber ihr seht ja, Platz 2 und 11 hier haben wir im Bild. So, machen wir das aber mal ganz weg. Nein. Es wird geradet. Animalius. Ja, das Rennen läuft ja schon seit 14 Runden. Ich weiß nicht, wie du auf Zeit kommst, weil wir haben offiziell um 14 Uhr gestartet. 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr vom Prinzip her. Ja. Und deswegen sind wir schon dabei. Ja. Nee, Animalus, leider nicht.
A-Liga 4. Wir sind in Liga 4. Ja. Weil Don Camillo hat ja schon geradet gehabt. Da war er schon mit Liga 2 unterwegs. Mit Stint Nummer 2. Und danach sind wir zu mir rüber. Ja? Also, vielen, vielen Dank ans Racing Team Ostfriesland für 25 Euro. Vielen, vielen Dank euch. Wurde 1715. Nein. Du musst bei der Host, bei der Rennhostliste steht drauf 16.30 Uhr, 14 Uhr, 15.15 Uhr, 16.30 Uhr, 17.45 Uhr. In die Zeiten. Schade, ist natürlich, dass du nicht dabei bist, Animalos, genauso wie Midnight Feedy leider nicht dabei ist. Sehr, sehr schade, hätten gerne eine volle Lobby gehabt. So, also Pico auf der 1, gehen wir mal durch. HM Spider auf der 2. Rani auf der 3, Basti auf der 4, 5 ist unser Trail Breed. Dann haben wir unseren Power, da gehen wir gleich hin, auf der 6, 7 ist Schnarz, 8 ist kaputt nix, 9 ist unser Papa Bär, 10 haben wir Paranormal, 11 ist Ivani und 12 der Gulli. So, gehen wir mal hier auf die beiden, auf den lieben Power. Aber jetzt hier auf der 6 mit 1,2 Sekunden Rückstand. So, GS, also tut mir leid, ich habe dich vorher nicht gesehen mehr. Du bist bei mir raus. Deswegen habe ich dich leider nicht gesehen. So, Power hat so ein bisschen jetzt den Faden verloren. Und von hinten schiebt Schnarz. Gehen wir mal auf den Schnarz, der auf der 7. Position ist. Hat zwar 2 Sekunden Rückstand, aber weiter geht's. So, Grinch-Konzept ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. So, der Vorsprung wird definitiv kleiner. So, bei Power fehlt scheint etwas die Power. Und seinem BMW. Und er fliegt aber da richtig an, unser Schnarz. Im Hintergrund kommt hier auch gleich noch unser Kollege Kaputtnix auch ran mit seinem M4, genau, das heißt auch schon M4, mit seinem Z4. So, wir schauen nochmal in dieses seltene Objekt der Begierde. Ein Alfa Romeo C4. Schön mit der Heckkamera. Da wurde er geghostet. Hat er einen Schaden gehabt? Ja. Und noch einmal der Skywinger. Aber es mit seinem inneren Monk ausmachen kann, das ist die Frage für 21,37 Euro. Vielen, vielen Dank. So. Also. Kaputtnix hat sich jetzt auch vorbeigedrückt am Power. Power hat Schaden von rechts. Deswegen wahrscheinlich auch das Ghosting. Und soweit alles gut. Kein Problem für die anderen Fahrer. So, wie schaut's aus mit Papa Bär? Oh, Papa Bär, ein leichtes Leckproblem, liebe Freunde. Ja, ich hoffe, ihm hält, bei ihm hält's. So, Paranormal ist unterwegs auf dem 9. Platz mit seinem BMW M6. 37 Minuten und 40 Sekunden haben wir gleich noch stehen. Ja, unser Gecko Basti ist hier auf Platz 10. Jetzt fragen wir mal an die Jungs. Ja, ja, das habe ich dann auch gehört, dass du gefahren bist. Aber ich habe dich nicht gesehen, weil du bist bei mir kurz nach dem Start bist du quasi raus. Damit warst du für mich weg. Ja? Aber, dass du gefahren bist, ich habe dann irgendwie gehört, Platz 8 oder so warst du. Ja? Also, war das dann alles okay, dass du mitgefahren bist? Ich habe dich leider nicht gesehen. So, also, Frage an die Jungs vom Basti bzw. vom Gecko. Kann der seine Farbe ändern? Das ist die Frage, ne? So, Platz 9. 1,6 Sekunden vom Rani.
Okay, passt. Jo, Animalus. Bis später vielleicht. Tschö. Ja, ist natürlich ärgerlich für ein Animalus, dass er nicht mich fahren kann. Nö, ja, es geht. Wie gesagt, es zählt natürlich auch bei mir an den Kräften, aber dafür habe ich mir morgen einen halben Tag freigenommen noch. Hier später auf Arbeit. Aber das ist alles okay. Ja, wie gesagt, ich kann müde ausschauen, ist es völlig egal. So, Spider ist in der Box. Habe jetzt nur nach oben geguckt. Im Chat quasi. So, eins immer noch der Pico mit 1,8 Sekunden Vorsprung. Dahinter ist jetzt unser Jailbreak, der ist jetzt aber in der Box. Schnarz zumindest jetzt auf der 2. Also, Schnarz auf der 2. Bleiben wir mal drauf. 33 Sekunden Rückstand. Und er kann definitiv noch einige Runden fahren mit dem Sprit. Ach nee, ich hätte sonst um 7:30 Uhr aufstehen müssen. So kann ich ein bisschen später aufstehen. Ich fange jetzt um 13 Uhr das Arbeiten an. Muss aber heute noch einrichten für morgen. Die Tabelle wird heute noch eingefügt dann und so weiter. Für morgen, für Kater der Wittlich. Haben wir ja auch noch. So, also Schnatz auf der 2. Pico jetzt in der Box. Dann haben wir jetzt auf der 3 ist kaputt nichts. Eine Sekunde Strafe mit 1,3 Sekunden vor unserem Spider-Fahrer. Hier schönes Bild auch im Hintergrund. Haben wir noch den Porsche gesehen, der aber nicht um die Platzierung mitkämpft, sondern mit hier in der auf der Strecke quasi ist. Unseren Rennen aufhören. Wie gesagt, mitfahren ist immer sehr geil und auch zu Ende fahren. Ja? Rage quitten. Nicht gut. So, also Zeit wird definitiv enger. Spider schiebt sich wirklich ran. Kaputnix kann im Augenblick das Tempo nicht weiter steigern. Und Spider ist definitiv jetzt dran. Also, wie der rangeflogen ist, Wahnsinn. So, also hier geht der Spider hier unglaublich mit seinem McLaren. Lässt ihn leicht wegkommen, seinen McLaren. Spider wäre es ja auch, wenn es ein Cabrio wäre. Aber nein, hier sehen wir es, ihr probiert es außenrum, macht aber hier die Tür zu, kaputt nix. Naja, es ist natürlich auch schwer, hier auf Tokio zu überholen. Du hast hier eigentlich nur die Geraden. Muss aber auch schauen, dass du vorbeikommst. Es ist nicht einfach hier. Ja, es ist nicht der äußere Ring, wo du dann halt wirklich die Gerade hast, wo du dann quasi mit 270, 280, vielleicht auch 300 hier die Gerade entlang ballerst. Jetzt gehen wir mal nach vorne hier. Was ist hier passiert? Pico, Schnatz, Schnatz, Pico. Da war auf jeden Fall gerade mal die... Jetzt sind wir vorbei. Natürlich sind wir gerade vorbei, wenn ich wieder weggehe. So, hier sehen wir es nochmal. Jetzt nochmal die lange Gerade bei Start oder die Gerade bei Start und Ziel mitgenommen. Dadurch ist der Spider jetzt am Kollegen kaputt nichts vorbei. Also, oh, da leicht eingeschlagen hier, kaputt nichts. Hat aber rechts den Schaden, nicht links. Nochmal Glück gehabt. So, Paranormal jetzt auf der Nummer 5. Papa Bär ist hier auf der 6. Dann haben wir unseren Delbrück hier auf der 7, Rani hier auf der 8, 1,8 Sekunden vorm Basti. Dann haben wir unseren Power hier auf der 10, Bunny auf der 11.
Ah, da kommt im Augenblick. Ah, muss es in die Box. Und Gulli haben wir auf der 12. Gulli auf der 12. Ah. Da habt eine halbe Sekunde Unterschied zwischen Pico und Schnarz. Hier geht's um die Führung, liebe Zuschauer. Hier geht's um die Führung. Hier sind wir in Runde 23. Ah, Vorsprung ein bisschen wieder vom Pico ausgebaut. Also, Helmi-Jungs machen im Augenblick hier einen saustarken Job. Dada muss hier Schnarz noch ein bisschen anfeuern, dass der noch ein bisschen mehr auf die Tübe drückt. Und der nächste Kollege kommt Reis. Servus. Und die Jungs von Tech, quasi Tech 2, machen hier einen guten Job. Ja? Also, bin mal gespannt, falls wirklich mal der Wechsel zusammenkommen sollte, also sprich, dass sich Schnarz auf die 1 setzt, bin ich mal wirklich gespannt, ob der dann, der Pico dann hinterherkommt, weil wir wissen es ja eigentlich alle, der Alpha gibt eigentlich keinen Windschatten. Genau. Deck. Wie man bei uns sagt, Deck. EEG. Die Endurance Group. So, jetzt konnte sich wieder ein bisschen absetzen. Also Schnarz kommt nicht wirklich ran. EEG. Na gut, dann halt TEG. Ist ja auch kein Problem. Jetzt hast du. So, wir gehen nochmal aufs Weiter. Der jetzt im Augenblick auf der 3 ist, weil er kaputt nix in die Box gefahren ist. So, Batman ist auch da. Batman, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Wie war dein Rennen? Hat auf jeden Fall gut ausgesehen. Nacho, hör auf, Nachos zu posten. Unfair, ich hab Hunger. Essen war heute noch nicht wirklich so viel. So, immer noch mit Schaden, aber wie gesagt, der schiebt hier wirklich gigantisch an. Und Paranormal hat die neueste, schnellste Rennrunde. In der 21. Runde hat Paranormal in seinem BMW M6 eine 1.13.399 gefahren, liebe Zuschauer. So. Aber war ein hartes Rennen, viele Zweikämpfe, war das zum Schluss. Hey Nacho, hast du hier nicht in Japan? Ja, ich hab's gesehen, auf jeden Fall das Achim und keine Ahnung, mit euch da alles mit drin hängt, war das war ja schon brutal. Ne, auf jeden Fall, es war einfach geil, das Ganze anzusehen. Und hier die nächste Spende vom Aussätziger. Aussätziger, 23,63 Euro. Vielen, vielen Dank hier, Aussätziger. Hatte ja gestern noch einen Platz ergattert beim Streamerin. Der ist ja geil. So, also, Paranormal mit der neuesten, schnellsten Runde. Ja, war auch geil zu fahren. Glaube ich ja. Und Panorama macht auch Spaß zu fahren. Oder Bratwurst, oder wie man es auch immer nennen will. Da musste er aber auch, wie auch hier, sauber fahren. Ja. Jetzt haben wir 6.100 Euro erreicht. Vielen, vielen Dank an euch. Endlich wieder eine glatte Zahl. Battlecat, ich denke mal, die wird sich nochmal ändern in eine ungerade. Und hier sind wir gerade bei Papa Bear und Jailbrit.
Hier Aston Martin gegen Porsche. Ja, du musst dich halt echt breit machen wie ein Panzer. Leichte Berührung mit der Mauer. Der Lackierer wird sich freuen, am Ende des Rennens hier mal die ganzen Vollen zu beschaffen. Und 50 Euro nochmal vom Impro Motorsport, liebe Leute. 50 Motorsport. Ab sofort gehen nur hin. Ja, sagt es doch mal dem Heinz, dem X-Fate. 50 Euro hier im Pro Motorsport. Danke für euch. Kommt, will ne oben links sehen. Ja. Warten wir mal ab, wir haben noch ein bisschen vor uns. Go Nightwolves, GS. 25 Minuten haben wir noch zu gehen, liebe Freunde. Und jetzt kommt von hinten noch der Schnarz auch noch. Entschuldigung, da. Warte mal. Ja, doch, genau. Schnarz hängt noch mit drin. Wahnsinn, was hier wieder abgeht. Man muss es wirklich sagen, es ist immer ein Highlight, wenn der Spendenstream kommt. Letztes Jahr, also im Februar war es, glaube ich, was wir gemacht haben. Da waren wir auch bei. Wahnsinn. Wie lang? Dann geht der Stream noch. Wir haben danach noch ein Rennen. Papa Joe, wir haben ja danach noch Fuji. Und dann ab 19 Uhr sind wir dann quasi beim TT. Und werden dann quasi die ganzen Spenden dann noch vorlesen. Und das könnte dann auch so ein bisschen noch dauern. Also, denke mal, so ja, wird schon noch ein bisschen gehen. Ich denke mal, 20, 21 Uhr, irgendwann so die Richtung, werden wir dann haben. Ich kann es dir nicht sagen, es kommt darauf an, wie schnell wir mit dem Vorlesen sind. Wir werden dann noch ein bisschen quatschen und so weiter. Aber Wahnsinn, was hier wieder. Das war ich ja. Das Fuji. Ach, das Fuji fährst du? Das ist geil. Ja, also wie gesagt, knapp 25 Minuten bei mir noch. Und dann geht es wieder rüber zum Giancarmelo, der quasi den letzten Stint am heutigen Nachmittag macht. Fuji. Das heißt, wir bleiben in Japan. Wir wechseln quasi nur die Location. So, sechster Platz hier. War gar nicht hier auf dem Godzilla. Dann sind wir beim Gecko und dann gehen wir gleich mal zum Schnarz, der ja dann relativ weit. So, der Gecko hier auf dem 6.7. Platz, 5,2 Sekunden und 3,4 Sekunden haben wir hier die beiden. Und hier haben wir das Duell Kaputtnix gegen Papa Bär. Fuji ist eine geile Strecke, bis auf die langsamen Kurven. Ach. Hatte ich gestern auch, zwar nicht ganz so vergleichbar, aber ich hatte gestern ja auch meinen Mario Kart Stream. Da war auch so eine Strecke dabei, die war so eng, du konntest nicht driften, ging irgendwie alles nicht so wirklich, war alles nur noch nicht so toll. So, also, Kaputtnix hat vorne rechts den Schaden, dadurch konnte sich Papa Bär wieder ein bisschen absetzen, der jetzt aber gleich noch in die Box muss. Bei Kaputtnix schaut es ein bisschen anders aus, hat zwar den Schaden, aber dafür hat er genug Sprit. So, auf Fuji. Ja, wir schauen nochmal nach vorne. Wie schaut es denn da vorne aus hier? Ein Pico. Ja. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Jungs, ne? Hier von Kami. Wart ihr einen trinken? Wart ihr was essen? Eine heißt Pico, der andere heißt Nacho. Erklärt mal. Habe ich gesehen. Ne? Also, irgendwo muss es ja herkommen. Ihr war doch bestimmt noch mal an einem Abend feiern, oder? Gibt's doch mal zu, Jungs. Von TEG. Ne, weil irgendwo müssen ja die Namen herkommen. So, also 16 Sekunden hat unser Pico Vorsprung. Dann haben wir Spider. I think I Spider, ne? 16 Sekunden Rückstand und 18 Sekunden vom Schnarz. Darf hier Papa, Joe oder Nacho mal erklären, wo eure Namen dann herkommen? Das ist schon komisch.
So, also mit 7,8 Sekunden Vorsprung geht Schnarz im Augenblick auf dem dritten Platz. Hier gleich in Runde 31. Runde 30 haben wir. 20 Minuten haben wir noch zu gehen. So. Problem ist bei mir immer, trinke ich Wasser, sagt die Blase hallo, trinke ich Tee, sagt die Blase hallo, trinke ich Bier, sagt die ist Kaffee natürlich auch. So, also Runde 31 haben wir jetzt und eine 1.14.27. So, wie schaut es denn bei Paranormal aus? Ja, Battlecat, danke. Vielen Dank. Paranormal hat hier einen gesunden vierten Platz vor sich. Wie schaut es beim Rané aus? Der hat 1,3 Sekunden Zeitstrafe. Chef sagt, go Nightwolves, hacken in Gas. Ja, das spricht den Kollegen Paranormal an, der ja im Augenblick auf Platz 4 liegt. Daten von rechts, aber ein Godzilla brüllt lieber einmal zu viel. Und das juckt ihn quasi nicht, so ein leichter Streifschuss. Kennt man ja hier aus den ganzen Filmen. Und der gibt auf jeden Fall richtig Gas, der Kollege Paranormal. So, wie schaut es bei Garni aus? Entschuldigung, halt. Paranormal hier. Neue Bestzeit. Letzte Runde. 1.13.278. So. Und bei René, Entschuldigung, hier. 1.17.425. Naja, ein bisschen Bügel locker gelassen. Jetzt muss er natürlich wieder ein anschieben. Hier nicht, dass noch King Kong kommt und ihn hier noch den Platz streitig macht. Also, Platz 6 haben wir dann den Basti. 1.17 fährt aber jetzt an die Box. Unser Jailbreed. Hier unser Knastvogel. Was wirklich übersetzen wollen? Knastvogel? Gut. Das ist der Knastvogel. Wird wahrscheinlich der hier nochmal 50 Euro. My Wave. Vielen, vielen Dank für deine 50 Euro. 6.200 Euro, liebe Zuschauer. Und wir haben noch ein bisschen vor uns. Das ist noch nicht das Ende des Streams. Wir sind noch ein bisschen da, live für euch. Der 48-Stunden-Livestream geht noch weiter. So, dann haben wir auf dem siebten Platz haben wir einen Power. Ja, Black Lines Racing. BMW, 12 Sekunden Rückstand im Augenblick auf unseren Knastaffen. Knastvogel. Nacho, hör auf, ich hab Hunger. Ne? Hat 4,6 Sekunden vor unserem Kaputtnix. So, Kaputtnix hat den Hubel randvoll gemacht. Nacho, ich. So, Vorsprung wird definitiv kleiner. Also, Butnix ist, scheint der schnellere Mann gegenüber unserem Power. Kaffee, Papa Joe hat Kaffee. Moment, so weitergeht, ne? Muss ich den Streamer für ein Sekündchen mal allein lassen. Werde ich dann, glaube ich, auch mal tun. Lass ich euch im Bilde hier mit dem ersten Pico. Komme ich gleich wieder. So, also im Augenblick seht ihr es ja oben, ist der Zwischenstand so, dass er Click-Clack Racing mit 30 Punkten führt vor den Goldochsen mit 27. Dann sind wir bei Ghostbusters Racing mit 24 Punkten. Dann haben wir RPFT 21 Punkte auf Platz 4. So, hier haben wir gleich das Duell zwischen Kaputtnix und dem Power. Black Lines Racing hier, 5. Platz, 18 Punkte. Die Gran Turismo Allianz, 6. Platz, 16 Punkte. Team Nightwolf 2, 14 Punkte. Oh, hat es eine leichte Berührung gegeben, aber Kaputtnix macht da kurzen Prozess und fährt dran vorbei.
So, dann haben wir Team Nightwolf 1, 12 Punkte auf dem 8. Platz. Wolf Racing ist auf 9. Platz mit 10 Punkten. 10. ist HRM mit 8 Punkten. Dann haben wir TEG, der Endurance Group 2, 11. Platz, 6 Punkte. Dann die Hornissen, Hornet Performance Racing, 12. Platz, 4 Punkte. Einmal Motorsport auf dem 13. Platz mit 3 Punkten. Und im Augenblick leider auf dem letzten, aber das muss nichts heißen. Wir haben noch ein Rennen vor uns. Dann haben wir GTRO Hellcats Team 2 mit 2 Punkten. So. Also, vorne haben wir einen Pico. Also, erwiesen ist dann, liebe Kami-Jungs, wenn der Pico gewinnen sollte, dann dürfte er ja keinen Champagner, weil die Flasche ist so groß. Ein Pico ist doch immer was Kleineres. Das heißt, er bekommt dann eine Pico-Flasche. Wäre eigentlich eine Möglichkeit, oder? Hätte ich gesagt. Also, Paranormal 1.13, 2.34, immer noch die schnellste Rennrunde. Naht hier immer noch dahinter, aber im Hintergrund sehen wir einen Paranormal, der auf dem Platz Nummer 3 ist. So, dann haben wir den Spider hier auf dem 4. Platz. Das war der Piccolo. Ja? Ja, vielleicht ist das ja die Abkürzung für Piccolo. Weiß es nicht. Man munkelt. So, dann haben wir, wie gesagt, den Spider hier auf der 4. 5 ist unser Jailbrit. Auf der 5 kaputt nichts. Jetzt auf der 6 Power. Auf den 8 ist der Gecko. 9 ist unser. Nee, nicht gesehen, aber jetzt wieder im Bilde. Kurz nachdem er aus dem Tunnel rausgekommen ist, auf der 9. Position. 10 haben wir unseren Papa Bear. 11 ist Iwani. Und 12 ist der Gulli. So, mit Gulli lasse ich euch mal kurz rein. Wie gesagt, gleich mal wieder da für euch. Und ihr seht es ja da. Wir lassen euch mit dem Gulli. Den haben wir nämlich heute schon mal weniger im Bilde. Und dann sehen wir uns bis gleich, meine Freunde. So, also ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht, weil es geht eigentlich nicht. Aber ist es leider so. Und dann machen. So, also der Kami Joe schreibt, also Papa Joe schreibt, der Pinkel bekommt eine Magnumflasche. Ja, das schafft er doch gar nicht. Viel zu viel. Also, knapp 13 Minuten haben wir noch zu gehen. Hier, Pico immer noch auf der 1. Schnarz haben wir auf der 2. Paranormal kommt aber so langsam angeflogen. Der BMW-Fahrer macht sich so langsam ran und versucht hier noch auf den 2. Platz zu kommen. Sprittechnik schaut sehr, sehr gut aus. Wie schaut es vom Naz aus? Da ist ein bisschen weniger mit im Tank, aber das sollte auch funktionieren. Der starke Pico, richtig. Vorsicht. Was? Max bei 6.000. Was soll ich bei 6.500 machen? Wir haben doch eventuell schon was in Planung. Ob das so vorkommt, müssen wir mal gucken. Aber wir haben doch im Hintergrund schon eventuell was in Planung. Müssen wir mal gucken. Na, so, nur noch 2,9 Sekunden.
Hat ein bisschen angewachsen. Nee, das machen die beiden unter sich aus. Nee, wir haben da eventuell was anderes. Vielleicht, also müssen wir nochmal drüber sprechen, ob wir das dann auch wirklich machen, aber es steht was im Raum. Es wird noch nichts verraten, aber mal gucken. Und dann war bei 6.000. Was? 6.000 Euro? Ehrlich? Also, was hat CD bei 6.000 gesagt? Was nicht, was ich meine. Ich habe nichts mitbekommen, was die beiden besprochen haben. So, also, wie schaut's beim Spy? Oh, wir müssen mal da bleiben hier. Paranormal ist nochmal auf dem Weg zur Bestzeit, liebe Zuschauer. Hat nochmal Pöppelzeit gehabt. Ihr macht bei 6 ein gemeinsames Stream im Sandmann beide Track. Ja, das ist ja doch dann super, weil noch einen in der Kamera. Boah, schau mal. Und hier nochmal lila Zeit, Freunde. Lila Zeit. Ja, CD macht eh schon die ganze Zeit auf. Lange Haar. Hey, ihr habt da was anderes eventuell. So. Also. Schauen wir mal, Pico ist in der Box, liebe Freunde. Pico ist nochmal in der Box. So, muss jetzt nochmal Abendessen machen. Viel Spaß noch. Danke dir, Angelshop. Schön, dass du da warst. Ah, keine lila Zeit gehabt, ey. Zum Schluss nochmal. Die Zeit leider versaut, aber er ist dran. 2,1 Sekunden. Pico ist auch schon wieder drauf, weil also die Boxengasse geht hier relativ zügig. Da gibt es andere Strecken, wo wir das Problem haben, dass du ewig in der Box stehst. Müsste, glaube ich, Interlagos, glaube ich, sein, ist eine der Strecken, in der Box stehst. Jetzt haben wir noch ein Überholmanöver hier. Sehr gut gemacht, da ist hier der Kollege Kemi Pico an ihm vorbeigefahren, richtig. Und im Hintergrund schiebt schon der Kollege Papa Bär an. So, knapp 10 Minuten haben wir noch. Bunny hat 13 Minuten, 1:13.959 seine Zeit. Seine Bestzeit. Da vorne hat es bei mir komischerweise nicht angezeigt, was die Bestzeiten waren. Bei verschiedenen Jungs dann, wenn du auch eine Bestzeit gehabt hast. So. Und jetzt sind wir gleich beim Überholmanöver. Hier nochmal. Blaue Flaggen werden geschwenkt. Und dann geht's hier in die heiße Fahrt. So, komm jetzt auch. Ja, Günni, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's wieder besser. So, eine Sekunde noch. Hier. Schnarz muss kämpfen, dass er hier in den letzten Minuten hier den zweiten Platz für sich noch behalten kann. Aber Paranormal schiebt hier an wie ein Wahnsinniger. Meyerwave ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend, Meyerwave. So. Und jetzt geht's hier in die heiße Phase, liebe Zuschauer. Knapp 8 Minuten noch. Es geht hier um den zweiten und dritten Platz. Und da kommt doch mal Rattenkatze mit 20 Euro um die Ecke. Vielen, vielen Dank. Genau, Chef, schnapp ihn dir. Bleibt da. So, Paranormal. 1,1 Sekunden. Ich brauch Zucker. Ja, Günni, in der Küche. Machst die Schublade auf, nimmst einen Löffel, einmal rein, aber den Mund hinein. Oder eben eine Cola, Fanta, sowas in der Art. So, 1,3 Sekunden. Liebe Freunde. 1,2 Sekunden. Freunde, es wird nochmal spannend. Wir gehen nochmal schnell durch. Ab mir noch irgendwo was Enges mit 10 von den Abständen. Schaut nicht so aus. Dann bleiben wir natürlich vorne drauf. Wir bleiben vorne drauf. Ah, hier beide mit der Bandenberührung, liebe Freunde. Beide mit der Bandenberührung. Wie schaut es denn aus von den Reifen her? Beide ungefähr gleich. Jetzt bin ich gespannt. Halbe Sekunde Unterschied zwischen den beiden. Günni, jetzt erst!
Vielen, vielen Dank, König, für dein Follow. Ja, ja, der Güni hat gar nicht followed, ey. So lange arbeiten wir schon zusammen. Ah, habt ihr es gesehen hier? Jetzt ist er definitiv dran. Schnarz muss kämpfen. Er muss sich mit seinem Alpha echt breit machen. 6 Minuten, knappe 6,5 Minuten gehen wir noch. Und da vorne kommt noch ein Überrundeter. Sarah peitscht den Schnarz an. Gib ihm endlich. Ausfliegen. Aber Paranormal fährt auch unnormal, muss man schon sagen. Wahnsinn, was der hier auf die Platte im Augenblick zaubert. Das Podium scheint auf jeden Fall in greifbarer Nähe zu sein, also Platz 3. Und ihr habt mir nochmal vom Schnarz. Lila Zeit, Freunde. Lila Zeit vom Schnarz. Ich glaube, es wird jetzt über das Problem werden. Schnarz hat sich verkalkuliert. Der Sprit ist definitiv zu wenig. Der Sprit wird nicht auslangen beim Schnarz. Eine Runde geht noch. Hat er nochmal verloren. Ja, da ist beim Paranormal anders. Aber ich glaube, Sprit wird's eng. Da haben wir nochmal Papa Bär. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Und dann könnte es nämlich eng werden mit dem Podium. Genau, GS. Schreibt es. Jetzt schaut er mal links, mal rechts. Er hat eigentlich. Ja, jetzt geht in die Box. Jetzt geht in die Box. Und jetzt bin ich gespannt. Wir bleiben mal drauf. Auf Schnarz, wo er rauskommt. Das ist nämlich die entscheidende Phase, liebe Zuschauer. Podium, ja oder nein? Wie schaut es denn bei HM aus? Wie schaut es beim Spider aus? Spider ist noch dran. Spider kommt. Jetzt ist er vorbei. Jetzt ist er vorbei. Das wird für Schnarz wahrscheinlich mit dem Podium nichts werden. Jetzt kommt er raus, liebe Zuschauer. Wie viel Rückstand hat er denn? Nein, er ist direkt dahinter, liebe Zuschauer. Wir haben ein Rennen bis zum Schluss. Wir haben ein Rennen bis zum Schluss und ich hoffe, der Schnarz drückt das Ding durch bis zum Bodenblech. Jungs, lasst fliegen, wirklich. Lasst wirklich die Kuh fliegen hier. Das wollen die Zuschauer sehen. So, na nicht, wenn du über eine Sekunde weg bist, wird es schwierig. Wie schaut es denn nach vorne aus? Nach vorne schaut es 10 Sekunden vor Paranormal. Ah, schauen wir mal. Und die beiden hier. Schaden hier beim Spider. Kein Schaden beim Schnarz. Und wir gehen ins Cockpit mal rein vom Kollegen Schnarz. Wir schauen in den Alpha rein. 0,7 Sekunden Unterschied zwischen den beiden. Bessere Material hat er natürlich. Das könnte der Vorteil werden. 0,6 Sekunden. Windschatten ist da, Windschatten kickt auch. Ja, unterschiedliche Fahrlinien sieht man. Der eine fährt mehr von außen an, der andere versucht gleich direkt dran. Ich bin bereit. Sehr gut. Don Camillo, alles klar, weiß ich Bescheid. Wir raiden dann gleich rüber zu ihm. 3 Minuten 26 haben wir noch zu gehen. Und jetzt schaut ihr euch diesen Fight an, liebe Zuschauer. Rein in den Tunnel, raus aus dem Tunnel. Unglaublich, wie geil das hier abgeht. So, Batman feuert auch mit an. Ja, und Batman hat natürlich wieder den Leuten im Stream hier einen Ohrwurm verpasst. Na, wie früher in der Fernsehserie. Na, 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 der Batman. So, also hier geht's ums Podium, liebe Freunde. Also, es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter jetzt die anderen zeige. Mir gehen es aber dann auf jeden Fall nochmal auf die anderen an. Aber hier müssen wir draufbleiben. Wir haben noch 2 Minuten 29 und der Angriff kommt hier. Der Angriff kommt, die Kurve geht nach links innen. Und wie schaut's aus? Leichte Feindberührung der beiden. Aber Schnarz ist vorbei, liebe Zuschauer. Schnarz ist vorbei. Im Augenblick Platz 3 für Schnarz, hat das bessere Material und das wird auch ausschlaggebend sein zum Schluss wahrscheinlich. Wenn er jetzt keinen Fehler mehr baut. Relativ weit hinten gestartet der Schnarz, aber kämpft sich voll nach vorne. Also, starkes Duell heute. 2 Minuten haben wir noch. 2 Minuten haben wir noch zu gehen, liebe Freunde.
30 Sekunden haben die beiden Rückstand auf das Führungstrio. Ja, auf das Führungstrio. Auf den Führenden. Aber er ist dran hier. Schaut mal an. Kampflinie vom Schnatz. Kampflinie vom Franken. Was? Günni, ich mach nichts. Günni. Günni, für was danke? Ich mach nur hier meinen Job. So, jetzt kommt er wieder. Kampflinie hier. Er probiert's links wie rechts, rechts wie links. Es ist unglaublich, dieser Zweikampf. Schaut euch an, die beiden bekriegen sich und das in der letzten unmöglichen Runde. Obwohl er das bessere Material hat, ne, ist Spider immer noch dran. Spider hat immer noch die Chance, hier auf Platz 3 zu kommen. Wie schaut es da vorne aus? Ja, eine Runde geht's auf jeden Fall, dann bleiben wir mal drauf wieder. Was für ein Duell und das in den letzten zwei Runden. Ah, er schaut vorbei, er ist neben dran. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Die Chance gibt es auf jeden Fall noch. Also, er muss, Schnatz muss cool bleiben. Ah, leichter Einschlag hier vom Spider. Hat schon immer den Schaden vorne, aber es könnte mit dem Sprit doch aufpassen, dass er vielleicht doch zu wenig getankt hat. 15 Sekunden haben wir noch. Ist eventuell drüber. Und vielleicht gerade so berechnet, dass er doch noch rechtzeitig drüber kommt. Und wie schaut's aus? Und abgewunken. Schnatz holt sich den dritten Platz. Bier für Spider. Was für ein Battle. Hammer hat die beiden. Und zum Glück, jetzt muss man wirklich sagen, mit Glück, er hat es ja wirklich bis zum Ausgeratzt, bis zum Schluss seinen Sprit. Wahnsinn, ey. Da hat er echt Glück gehabt, dass er nicht noch eine Sekunde früher drüber gekommen ist. Brutal hier, dass er mit dem Sprit noch dazu gekommen ist. So, dann haben wir auf dem fünften Platz. Halt, Entschuldigung, da bin ich den Chelbrid. Muss mal schauen, wo hier unser Führender ist. Muss man hin. Der kommt jetzt gleich und dann gehen wir gleich nochmal durch, Freunde. Also, Wahnsinn. Gut gefahren, Spider. Hat alles gegeben, ja. Eine Runde mehr und dann wäre er weg gewesen. Und herzlichen Glückwunsch an die Gruppe um Kami. Herzlichen Glückwunsch. Erster Platz. Dann Paranormal hat die schnellste Runde geliefert am heutigen Abend, liebe Freunde. Hier, zweiter Platz, kommt er über die Linie. Zweiter Platz Paranormal, dann haben wir drei, ist Schnatz. Ich denke mal, die beiden hier, Schnatz und Spider, sind wahrscheinlich tropfnass geschwitzt von diesem unglaublichen Fight. Echo Funny, was für ein Duell. Vier Plätze nach vorne hat er geschafft, den Sieg. Wahnsinn, sehr, sehr stark. Und wir schauen uns nochmal das Rennergebnis an, liebe Leute. Hier haben wir unseren Pico hier auf der 1 nach einer Stunde. Dann haben wir den Paranormal auf der 2. Schnatz haben wir auf der 3. HM Spider auf der 4. Der quasi Ersatzfahrer hier. Starkes Ergebnis. Unglaublich, sehr, sehr geil. Auf der 4, 5 haben wir den Jailbreed hier. Wirklich saustarkes Rennen auch von Kaputtnix auf der 6, Rani auf der 7, Gecko auf der 8. Dann haben wir unseren Papa Bär auf der 9, Ivani auf der 10, unser Power auf der 11 und 12 haben wir unseren Gulli. Leider haben wir zwei Leute, die das Rennen hier nicht mitgefahren haben, deswegen nur 12, aber Wahnsinn, es ist unglaublich, was für ein geiles Rennen. So, Freunde. Wir gehen nochmal kurz zu mir in die Sehne. Wir schauen mal, wie gesagt, Don Camillo ist auch am... Habe ich schon gesehen. Der lässt gerade noch den Trailer laufen. Wenn er den Trailer beendet hat, dann raiden wir zu ihm rüber. Also, Freunde, das war vorhin noch. Die Jungs, hier seht ihr aber nochmal die Teams. Deswegen steht es hier auch nochmal, weil hier auch nochmal die Teams was in Liga 4 nochmal fahren. Und ich dachte, das Rennen hört nie auf. Wahnsinn, Gulli. Also... Unglaublich hier, sehr, sehr geil, was die Jungs hier abgeliefert haben. Ich finde es mega, was bis jetzt aus diesem Event ist und was auch geworden draus ist. Ihr habt ja das Ganze mit veranstaltet, das Ganze. Und so geil, würde ich schon sagen. Also, hammerhart. So, Freunde,
Wir raiden gleich über. Jetzt kommt gleich noch Fuji. Wir bleiben in Japan. Die Lobby ist definitiv schon auf. Und wir werden gleich noch rüber raiden zum Don Camillo. Der macht quasi die letzte Stunde hier des Events. Der Lobby Nummer 4. Jetzt ist er schon da und jetzt gehen wir dann rüber zum Don Camillo. Bleibt natürlich dran und ich rede euch rüber und dann sehe ich euch später nochmal. Bis dann. Tschüss. Genau. So, der Raid startet und ihr müsst nichts machen. Bleibt einfach dran. Bis gleich. Ciao. Genau. Jo, genau. Also, vielen, vielen Dank und wir sehen uns. Bis später.